Ja, ich stehe hier vor dem Karl-Schurz-Haus in Freiburg, dem Deutsch-Amerikanischen Institut. Wie man hier an meinem wunderbaren neuen Popschutz sehen kann, haben die ihr 60-jähriges Jubiläum heute. Und dafür gibt es auch leckeres Popcorn. Davon werde ich mir jetzt gleich was nehmen, bevor ich reingehe. Vielen Dank. Sehr amerikanisch, ist wichtig. Los. Ein Grund zu feiern. 60 Jahre gibt es das Karl-Schurz-Haus jetzt schon in Freiburg. Und als eines der wenigen deutsch-amerikanischen Institute existiert es auch nach der Wiedervereinigung bis heute. Angefangen hat alles mit dem Bookmobile, das amerikanische Bücher in deutscher Übersetzung dabei hatte. Auf diese Weise wollten die Amerikaner den Deutschen nach dem Zweiten Weltkrieg die Demokratie beibringen. Jetzt, 60 Jahre später, wurde die neue Bibliothek eingeweiht. Natürlich, die Belletristik ist nach wie vor unser großes Zugpferd, wenn man so will. Und dann die Einführung der neuen Medien. Also erstmal mit VHS und jetzt mit DVD. Wir glauben, die größte Kollektion von englischsprachigen DVDs Baden-Württembergs zu haben. Etwa 5000 in der Zahl. So sollen vor allem junge Leute für die Mitarbeit beim Karl-Schurz-Haus begeistert werden. Worum es dabei genau geht, weiß Friederike Schulte, die das Karl-Schurz-Haus leitet. Um die Förderung des Verständnisses zwischen den zwei Nationen. Und ich glaube, dieses Binationale muss man auch ein bisschen aufgelöst sehen inzwischen, dass man sich eher als europäisch versteht und nicht als ein rein deutsch-amerikanisches Institut. Und das fängt halt bei Sprachvermittlung an. Erstmal sich verstehen, Englisch sprechen, dann die Begegnung möglich machen, indem Deutsche in die USA gehen können. Also Beratung für Aus- und Weiterbildung, Highschool, dann die Vorträge, Lesungen, Workshops, Empfänge, Auseinandersetzungen mit Kunst und vor allen Dingen darauf aufpassen, nicht nur Mainstream, sondern auch mal die Seiten der US-Kultur zeigen, die vielleicht ein bisschen verborgen bleiben. Ausgewählte Bilder aus der Ausstellung Beautiful America des amerikanischen Fotografen Jerry Burnt waren das Highlight des Tages. Er schafft es, mit seinen Bildern eindrucksvoll neben den schönen auch die Schattenseiten des amerikanischen Traums zu zeigen. I was very, very involved in the civil rights movement and the anti-war movement. We began to organize against the war. And since I was planning this stuff along with some other people, I knew where things were going to happen. So I was getting photographs nobody else could get. So I began as a kind of a journalist, but also working for the underground press. Okay, but now you have an exhibition here. What about these pictures? Oh, this was made in Detroit about 1973. It refers to, Attica refers to, Governor Rockefeller in New York City sent the police into Attica prison because the prisoners were on strike and they just butchered people. I mean, it's horrible what they did to people. So Attica became a symbol of police brutality. This one is from Milwaukee, Wisconsin. That was the slogan of the right wing. We'd be having anti-war demonstrations and people would be yelling, America, love it or leave it, love it or leave it. So, you know. And a lot of that stuff came out in my first volume, which is called Insight. This was because I grew up in a bar room, so I was always photographing in bar rooms. This is about homeless people, poverty. Your photographs are about life on the street in America, or? Yeah, I essentially am a storyteller. I just happen to use a camera. That's great. So what about this one here at Karl Schurz Haus? Is there a political purpose, or would you just like to show to Europe how life in America was? I mean, these pictures are from the 60s and the 70s of the 20th century. So what's the purpose of this? You're asking me to tell you what you should think. Let me throw the question back at you. I actually think, because I lived in America for several months, that it is still present, like the segregation and all that, but in their heads, especially in the heads of black people, but it changed. But maybe I think that there might be a political purpose behind them. Yeah, no, of course. I mean, in a way, you can say anything's political. Can you? Oh, yeah. I mean, even this.
here's this lady on a float waving. There's patriotism in America, a very patriotic country. Something happens like 9/11, the Twin Towers come down, and everybody's all, you know, heartbroken in our country and blah, blah, blah. It was horrible. But the United States has actually done similar things. I was talking about Charles Mingus, jazz musician. You want to know what's wrong with America? Ask a jazz musician. At one time said, oh, I pledge allegiance to America. I pledge allegiance to the flag of America, to the white flag. Because if you're black or Hispanic or Chinese, you're not really an American. All men are created equal. That's bullshit. So, especially in America. So what would you like us Europeans to know about American culture? I mean, you have exhibitions all over Europe. You have some in Poland and Paris, and now this one in Berlin that's gonna come up in 2013. So what would you like to show us? The photographs. Just the photographs. There's not much else I can do. I mean, it's like I say, I'm a storyteller. Well, I think we're done. Thank you very much. You're welcome. Wer gerne selbst einmal in die amerikanische Kultur eintauchen will, für den bietet das Karl-Schurz-Haus viele Möglichkeiten dazu und das hoffentlich noch weitere 60 Jahre.